Tauben, Akustikgitarren, schnelle Schnitte, eine Kamera, die sich ihren Weg bahnt, festhalten, denn all das wird euch in den kommenden Minuten begegnen. Erneut möchte ich euch 5 Regisseure anhand ihrer Erkennungsmerkmale näher bringen und nebenbei versuchen, der Frage auf den Grund zu gehen, wieso nutzen sie diese Erkennungszeichen so häufig? Das sind 5 Regisseure und die Wege, sie zu erkennen. Los geht es mit einem Regisseur, dessen Arbeit man praktisch auf einen Blick erkennt, John Woo. Als Regisseur steht er für Hochdruck-Actionfilme mit überaus rasanten Schießereien, in denen die Kugeln ohne Unterlass fliegen. Sowas wie Nachladen müssen ist in seiner Welt ein fremdes Konzept. Woo hat seine ganz eigene Stilistik entwickelt und greift auf einige seiner Tricks wiederholt zurück. Figuren, die Rücken an Rücken kämpfen, bevorzugt Trenchcoats und Sonnenbrillen tragen und dabei oftmals mit 2 Pistolen gleichzeitig hantieren. Woo liebt Slow Motion und lässt an signifikanten Stellen seiner Filme weiße Tauben durchs Bild fliegen. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören Face Off, Mission Impossible 2, Harte Ziele und The Killer sowie City Wolf 1 und 2, die hierzulande auch unter dem Titel A Better Tomorrow Fans gewonnen haben. Woo hat großes Interesse an Philosophie und Religion, fand aber in verschiedenen technischen Jobs beim Martial Arts Film in die Filmbranche und so verschmolzen diese 2 verschiedenen Welten zu einem Regiestil, in dem große Energie und Action ohne Zurückhaltung auf Woos starke Romantisierung des Pathos seiner Figuren trifft. So durchgeknallt die Action auch sein mag, so trägt sie bewusst viel Pathos mit sich. Auch der nächste Regisseur ist vor allem für Action bekannt, Robert Rodriguez. Rodriguez ist unter anderem daran zu erkennen, wie absurd oft sein Name im Vor- und Abspann seiner Filme vorkommt. Während andere Regisseure nur inszenieren, manche auch als Produzenten tätig sind oder wieder andere zudem selbst das Drehbuch schreiben, ist Robert Rodriguez als Ein-Mann-Filmcrew bekannt. Sehr oft führt er selber die Kamera, schneidet, schreibt die Musik und ist manchmal auch noch für die Effekte. Und Leute, haltet euch fest, das Catering zuständig. Alita Battle Angel fällt da ein wenig aus der Rechnung raus, weil das ein Rodriguez lässt sich anhören und profiliert sich mit dem Projekt nach ein paar Flops wieder Ausnahmefall ist. Aber bei Machete Kills zum Beispiel wird er mit 9 Jobs im Abspann genannt. Das liegt nicht etwa daran, dass sich Rodriguez keine Crew leisten kann, sondern weil er immer noch stolz auf seine Anfänge ist. Robert Rodriguez war der Actionfilm El Mariachi, dessen Dreharbeiten nur $7.225 gekasselt haben. Unter anderem, weil Rodriguez alles sehr genau geplant hat und weil er halt so viele Jobs wie möglich selbst in die Hand genommen hat. El Mariachi und der mit $7 Millionen immer noch sehr günstige Nachfolger Desperado haben Rodriguez viel Achtung in Hollywood verschafft und einige treue Fans eingebracht. Und diese Selbst-ist-der-Mann-Attitüde ist bei ihm hängen geblieben. Rodriguez definiert sich aber nicht nur durch diese Ich-pack-mit-an-Mentalität, sondern auch durch seinen Latin-Stolz. In Texas geboren, aber mit mexikanischen Vorfahren gesegnet, lässt Rodriguez ohne falsche Bescheidenheit seine Herkunft durch seine Filme wehen. Er besetzt hispanische und lateinamerikanische SchauspielerInnen, zelebriert in seinem Film Tex-Mex-Küche und die Soundtracks weisen oft eine prägnant gezupfte Flamenco-Gitarre auf. Und egal, ob wir von seinen erwachsenen Filmen wie From Dusk Till Dawn, Planet Terror, Sin City und Co. sprechen oder von seinen Kinderfilmen wie We Can Be Heroes und Spy Kids. Bei Rodriguez sind, wie bei seinem Buddy Quentin Tarantino, Hommagen auf B-Movies noch und nöcher zu finden, also auf die ganzen palpigen, maßlos übertreibenden und spaßig schundhaften Werke, die er von klein auf verschlungen hat. Wenn man so will, ist Sam Raimi dahingehend aus einem ähnlichen Holz geschlitzt. Der Regisseur hinter Filmen wie Tanz der Teufel, Spider-Man 1 bis 3, Drag Me to Hell und Die fantastische Welt von Oz hat auch nie seine Einflüsse abgelegt. Raimi ist großer Horror- und Comic-Fan und fing schon früh an, mit einer Super-8-Kamera bewaffnet Filme zu drehen. Raimi machte es sich unter anderem zum Ziel, es in Filmsprache zu übertragen, wie in Comics Bewegungslinien das Auge der LeserInnen lenken und wie Elemente aus manchen Panels ins nächste ragen. Das zeigt sich in Raimis Film durch seinen Gebrauch durch sehr lange Überblenden, bei denen Bilder ineinander laufen und durch sehr rasche Kameraschwenks, die als Szenenübergang genutzt werden. Außerdem ist Raimi für die Popularisierung der subjektiven Kamera mitverantwortlich. In seinen Filmen kommt es sehr oft vor, dass die Kamera rasant auf etwas zufliegt und uns dabei die Perspektive eines Wesens, eines Gegenstands oder schlicht des ungreifbaren Bösen einnimmt, das auf unsere Protagonisten und Protagonistinnen zukommt. Elizabeth Olsen beschrieb daher kürzlich Raimis Regiestil als: Sam Raimi ist ein sehr spezieller Filmemacher, der es liebt, mit der Kamera zu spielen. Aber es gibt noch 2 weitere Dinge, die Raimi liebt.
Seinen Kumpel Bruce Campbell, dem er regelmäßig eine Rolle in seinen Filmen gibt, und den gelben 1973er Oldsmobile Delta 88, das Auto seines Vaters, das er in Tanz der Teufel benutzt hat und seither als eine Art Running Gag oder Glücksbringer in nahezu all seinen Filmen auftauchen lässt. Selbst in Filmen, in denen der Wagen aufgrund des zeitlichen Settings nichts zu suchen hat. Darin verkleidet er ihn einfach. Nehmen wir Bruce Campbell und den Oldsmobile Delta 88 raus und kehren wir zu den Comic-Einflüssen und dem flinken Spiel mit der Kamera zurück, so haben wir eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Regisseur, Edgar Wright. Edgar Wrights Filme sind vor allem von Schmiss geprägt, mit denen er inszeniert. Wright setzt auf eine sehr dynamische Bildsprache, so nutzt er sehr viele zügige Montagen, teils für so banale Dinge wie ein paar Bier austrinken. Zudem verwendet er sogenannte Crash-Zoom-Shots, also sehr rasante, abrupt stoppende Zooms auf Details, wie etwa einen Knopf, der während des Zooms gedrückt wird, oder ein Glas, das genommen und geleert wird. Außerdem sind Szenenübergänge bei Edgar Wright oft fließend, entweder weil durch einen Match-Cut zwei sehr ähnliche Bilder direkt aneinander rücken und so sehr harmonisch einen Zeitsprung oder Ortswechsel visualisieren. Oder aber weil die Kamera von einer Szene zur nächsten schwenkt und das Wright es bildlich orchestriert, dass es wie aus dem Guss wirkt. All das steigert das gefühlte Tempo, mit dem sich Wrights Filme bewegen, und hat oft auch einen komödiantischen Effekt. Und darüber hinaus erinnern diese flotten Montagen daran, wie Action-Szenen in Comic-Heften abgebildet werden. Eine Abfolge von Ausschnitten eines Ablaufs von Ereignissen. All das kommt nicht von Zufall. Wright ist ein waschechter Geek, der seine Liebe zur Popkultur von Filmen über Videospiele hin zu Comics stolz in seinen Filmen auslebt. Sein Regiedebüt machte er mit der Western-Parodie A Fistful of Fingers. Danach erarbeitete er sich seine Sporen mit britischen TV-Jobs, vor allem mit der sehr nerdigen Comic-Serie Spaced. Und in diesen frühen Karrierejahren erarbeitete sich Wright einen Regiestil, der es ihm erlaubt, viel in kurzer Zeit zu erzählen, und die flotte Zugespitztheit seiner Regie sorgen dann auch noch für Bonuslacher. Das arbeitete er in seinem ersten Erfolg aus, der Zombie-Hommage Shaun of the Dead. Deren Stil wiederholte er in zwei weiteren Teilen der sogenannten Cornetto-Trilogie, Hot Fuzz und The World's End. Und auch in seinen anderen Filmen wollte er dies bewahrte hohe Tempo nicht mehr abstreifen. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ist ein Geek-Trip auf Koffeinschock, und in Baby Driver bewegt sich alles perfekt im Takt des Soundtracks. Ein gutes Stück schwerer zusammenzufassen ist da unser nächster und abschließender Regisseur, Martin Scorsese. Lustigerweise finden sich zwar viele, das sind die Markenzeichen von Scorseses Guides im Netz, aber die meisten von ihnen tun so, als hätte es einen Großteil von seiner Filmografie nie gegeben. Ja, Scorsese nutzt zwar oft Songs der von ihm geliebten Band Rolling Stones, so etwa in Hexenkessel, Goodfellas, Casino, Departed, und eine Handvoll seiner Filme nutzen an entscheidenden Stellen Freeze-Frames, oft damit die Erzählerstimme weiter ausholen kann. Aber das trifft zumeist allein auf Scorseses Filme über die Unterwelt zu, sei es die Mafia oder kriminelle Betrügergruppen wie die aus Wolf of Wall Street. Doch Martin Scorsese hat so viele, so vielseitige Filme gemacht, dass es ein Verbrechen wäre, die wiederkehrenden Stilmittel in diesen Filmen als generelle Scorseses Erkennungsmerkmale zu bezeichnen. Nimmt man sein gesamtes Schaffen, so wäre es wohl akkurat, von Plansequenzen und Zeitlupen als die Stilmittel zu sprechen, auf die Scorsese mit großer Vorliebe zurückgreift. Das rührt womöglich daher, dass Scorsese zwar einerseits Filme dreht, deren Story sehr vom Setting geprägt sind, von einem Ort, einem kulturellen Subkosmos dort oder auch vom lokalen Zeitgeist. Das lässt sich durch eine lang durch ein Getümmel wandernde Kamerafahrt bestens abbilden. Andererseits nimmt er aber im Laufe dieser Geschichten, die von einer Ära oder einem spezifischen Schauplatz erzählen, sehr wohl sehr genau Individuen in den Fokus, sodass aus diesen, so war das damals dort geschickten, charaktergesteuerte Filme werden. Und Scorsese nutzt Zeitlupen zumeist, um nah an diese Figuren zu rücken und im Detail zu zeigen, was sich in einem entscheidenden Moment in deren Gesichtern abspielt. Mehr über Scorsese habe ich euch übrigens auch kürzlich in der Filmfabrik bei den Hollywood-Legenden erzählt. Das Video verlinke ich euch hier. Und nun bleibt mir nur noch euch zu fragen, wie ihr die 5 Regisseure aus diesem Crashkurs ranken würdet und was jeweils euer Lieblingsfilm von ihnen ist. Viel Spaß beim Diskutieren und bleibt bitte zivil, sonst werdet ihr in einer High-Speed-Montage von einem Scorsese-Mafia-Mob exekutiert. So, nein. Nicht wirklich, seid dennoch nett zueinander oder schaut einfach die anderen beiden Videos, die ich euch hier verlinkt habe und schon erschienen sind. In diesem Sinne, macht es gut, bis bald und ciao.